Zuallererst, dass es ganz toll ist, wir haben Ende September unseren 5. Geburtstag gefeiert. Die Stiftung ist etwas jünger als das LibreOffice-Projekt, was mit der langen Gründungsdauer zusammenhängt. Der LibreOffice ist im September 2010 auf den Markt gekommen und es gibt, ich habe auch hier den Link eingebaut, wird die Folien auch dann online stellen, eine sehr schöne Zusammenstellung auf, ich weiß nicht, 1.500 Seiten, das glaube ich in der vollen Variante, mit dem Blogpost, wo man so die allerersten Schritte bis hin zum Entwurf des Logos sieht, bis zu der ersten Konferenz, bis hin zu heute, dann, wo wir heute stehen. Das ist unglaublich faszinierend, was so in 5 Jahren passieren kann. Und wir hatten jetzt eben gerade in Dänemark, auf unserer jährlichen Konferenz kommen wir den 5. Geburtstag feiern. Und zufällig ist auch gerade LibreOffice 5.0 aktuell, insofern ist so die Zahl 5 für uns gerade etwas präsent. Das ist eigentlich das Schönste zu sehen, dass wir jetzt nach der Zeit immer noch da sind, dass es kontinuierlich wächst, was Anwender betrifft, was Beitragende betrifft, dass da die Stimmung sehr, sehr gut ist, dass viel passiert. Das ist eigentlich so die erste Errungenschaft. Dann, ja, zu LibreOffice brauche ich wahrscheinlich nicht allzu viele Worte verlieren. Freie Office Suite für so ziemlich jede Plattform, die man sich vorstellen kann, in weit über 100 Sprachen. Das ist so unser Beitrag, dass die Leute, auch die seltene Dialekte sprechen, die kein Englisch können, die Software nutzen können. Da passiert sehr, sehr viel. Irgendwelche südafrikanischen Dialekte und einfach Sprachen, die von ganz wenig Leuten gesprochen werden, werden da auch übersetzt. Das ist eine schöne Geschichte. Es gibt eine portable Variante, primär für Windows. Was wir machen, ist ein sogenanntes Time-Based-Release-Modell. Jedes halbe Jahr gibt es eine neue Hauptversion. Das ist im Vorfeld geplant, also die Kalenderwochen. Es gibt einen Release-Plan bei uns frei zugänglich im Wiki, in dem ich sehe, wann kommt denn welche Version raus, wann ist Code-Freeze, wann wird das Ganze vorläufig veröffentlicht. Das ist immer so im Wochenzeitfenster. Und wir pflegen 2 Releases parallel. Das ist einmal die Variante Fresh, die aktuelle Version, die bei uns immer so empfohlen wird, nicht unbedingt gleich für den Einsatz auf zigtausend Rechnern, sondern für die, die halt die Neuerungen sehen möchten, weil da ist viel Neues drin. Da mag es auch noch Reibungsverluste geben. Und die Variante Still, das ist sozusagen die Stable, die klassische Version. Das ist derzeit die 4.4 und wir pflegen immer diese beiden Zweige gleichzeitig. Die Distribution pflegen ist zum Teil noch länger und auch Drittanbieter bieten dann mittlerweile LTS-Versionen mit, ich glaube, 3 oder 5 Jahren Long-Term-Support an. Und wir mit unseren Möglichkeiten 2 Varianten. Die alten bekomme ich noch, die werden aber dann im Zweifelsfall nicht mehr mit Security-Fixes und ähnlichen Dingen versorgt. Das nächste, das kommen wird, ist LibreOffice 5.1. Was jetzt schon feststeht, findet man eben auch auf dieser Wiki-Seite. Was nicht so einfach zu beantworten ist, ist natürlich eine Frage, die häufig kommt: Wie sieht denn die Roadmap aus? Was kommt denn so? Das ist bei uns relativ dynamisch, um es mal so zu formulieren. Ganz am Anfang Aufräumen des Codes, Entrümpeln. Wir hatten den Fokus auf Interoperabilität. Auch gleich noch eine Folie zu diesem Document Liberation Project. Einfach Altformate lesen, Weg hin zu ODF ist ein großes Thema für uns. Wir hatten das Thema Android in diesem Jahr ganz, ganz stark. Auch da gleich noch eine Folie dazu. Was unter anderem ansteht, ist im Bereich UI-UX-Verbesserungen. Das sind Themen, die wir angehen. Es passiert viel im Kleinen. In der 5.1 wird es, glaube ich, ein eigenes Menü dann für Formatvorlagen geben, was ich so in den Release Notes entdeckt habe. Das sind so Punkte, die bei uns angegangen werden. Man kann sich eben auf dieser Wiki-Seite das angucken. Die wird ständig aktualisiert. Ich habe es hier im Einsatz, das finde ich ganz pfiffig, ist auch schon eine Weile auf dem Markt, gibt es für Android und iOS eine Impress Remote, die entweder in dem Fall jetzt per Bluetooth oder per WLAN sich mit dem Rechner verbindet. Ich habe hier so eine kleine Ansicht der Folien. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite hätte ich meine Foliennotizen. Ich kann mir eine Folienübersicht anzeigen lassen, um gezielt nochmal zu einer Folie zu springen. Das ist ganz angenehm, wenn man nicht diese Presenter haben möchte, sondern ein bisschen was sehen möchte. Ich kann mir einen Timer setzen, wann ich aufhören sollte zu reden und. Das ist ganz nett und so ein kleines Gimmick, auch pfiffig, so einen kleinen virtuellen Laserpointer, das ist, um mal was zu zeigen, ist das auch ganz nett. Es funktioniert relativ zuverlässig, ist eine ganz, ganz pfiffige Geschichte, nutze ich mittlerweile sehr, sehr gerne. Das ist eine Geschichte, die es gibt, läuft kleinzeitig Windows, Linux, Mac. Ja, das ist auch von der Document Foundation herausgegeben, ganz genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch ein Summer of Code Projekt war, ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das da rauskommt. Aber das wird von uns rausgegeben, gibt es auch unter unserem Namen eben in den entsprechenden Stores oder auch bei F-Droid zum Beispiel und setzt sich ein aktuelles LibreOffice auf dem Client voraus und
einigermaßen aktuelles Android. Also das ist eine Applikation, die direkt von uns ausgegeben wird. Letzte kann ich leider nicht zeigen, gibt wohl auch eine Integration in die Smartwatches, wenn ich dann irgendwie die Uhr nehme und dann nur hier weiterklicken kann. Ganz nette Idee. Ich nutze es am Tablet oder am Handy eben ganz gerne, um Vorträge zu halten. Das hat sich ganz gut bewährt. Bleiben wir bei Android. Das ist dieses Jahr passiert. Wir haben das letztes Jahr ausgeschrieben, eine Android-Version von LibreOffice. Da ist das erste Release, glaube ich, diesen April auf den Markt gekommen. Status momentan ist, dass es ein LibreOffice Viewer ist. Unter dem Namen gibt es das Ganze auch in dem entsprechenden Store. Basiert auf demselben Code und derselben Engine. Das ist ein wichtiges Thema, dass ich Dokumente genauso rendern kann wie am Desktop. Momentan nur betrachten. Es gibt einen Editiermodus, der ist experimentell. Im Wesentlichen fehlen die UI-Elemente. Ich glaube, man kann Fettdruck machen, man kann unterstreichen, aber ich könnte jetzt noch keine Tabelle damit bauen. Den kann man sich aktivieren. Das soll ausgebaut werden, das soll ein vollständiger Editor werden. Momentan eben als Viewer für die Android-Geräte. Da haben wir relativ viel Zeit und Geld investiert, um auf dem Markt eben vorwärts zu kommen. Werden wir auch weiter auf dem Schirm haben. Das ist jetzt dieses Jahr passiert, das ist dieses Jahr auf den Markt gekommen. Wir bieten dann nicht nur unsere eigenen Produkte an, sondern auch Dinge dazu oder im Bereich der Infrastruktur, was erstaunlich frequentiert ist. Wir hatten neulich mal geguckt, um die 6000 Downloads am Tag allein von irgendwelchen Vorlagen und Erweiterungen. Das hat mich in der Zahl doch überrascht. Es gibt also eine eigene Seite bei uns, bei der ich mir Extensions oder Templates, Dokumentvorlagen oder Plugins runterladen kann. Das sind um die 600 Projekte in etwa halb-halb aufgeteilt zwischen den Vorlagen und den Erweiterungen. Kann auch jeder was beitragen, kann man sich ein Konto anlegen, eigene Vorlagen bereitstellen. Das überarbeiten wir nochmal im Moment. Die Bedienungsführung soll noch ein bisschen einfacher werden, aber es wird wahnsinnig stark angenommen. Wie gesagt, allein davon 6000 Downloads am Tag, die Zahl hat mich dann doch sehr, sehr positiv überrascht. Das ist so ein Dienst, den wir anbieten, der im Projekt auch gepflegt wird von Projektmitgliedern und der sehr stark angenommen wird. Ähnlich, und auch da hat es mich überrascht, ich habe da zwar keine konkrete Zahl, aber die Maschine, die macht richtig viel Last bei uns in der Serverfarm. Das ist so ein Askbot-Forum. Askbot ist eine freie Python-basierende Software für so User-Foren. Ich kann eine Frage stellen, dann sucht der so eine Art Knowledge-Base, dann sucht der, wurde die Frage denn schon mal gestellt? Ähnliche Keywords. Er gibt schon Antworten, dann kann ich auch Antworten irgendwie raten. Ich glaube, die nennen das Karma-Punkte vergeben, um eben zu sagen, jawohl, die Antwort, die entspricht so in etwa der Fragestellung, die trifft zu. Ja, ein User helfen Usern und das wird unter anderem in Brasilien wahnsinnig stark angenommen. Viele Leute sind halt mit Mailinglisten nicht so heimisch und das ist relativ pfiffig. Also man kann das relativ einfach benutzen und das ist bei uns mittlerweile eine der meistgenutzten Seiten. Also die zieht richtig Last, das hätte ich nicht gedacht. Wir hatten das zuerst so, ja, so ein kleiner Webdienst, aber da läuft mittlerweile richtig was drüber. Das Ganze gibt es mehrsprachig auf, ich glaube, Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch, Portugiesisch. Ich glaube, so um die 10 Sprachen sind es letzten Endes für diese Instanzen gibt. Und Leute nutzen das, um Fragen rund um LibreOffice zu stellen. Das ist eine ganz pfiffige Geschichte. Auch da investieren wir und da finde ich es ganz schön. Wir haben hier den ursprünglichen Entwickler von Askbot unter Vertrag, der uns auch das pflegt, weil wir hatten bestimmte Anforderungen an Mehrsprachigkeit. Das ist bei uns natürlich ein ganz wichtiges Thema, wollten wir es nicht nur auf Englisch haben. Und da sind einige Funktionen entwickelt worden in Askbot, die wir finanziert haben, die dann auch upstream gegangen sind. Das heißt, die kann jetzt auch jeder, der das freie Askbot einsetzt, kann das nutzen. Auch das machen wir ganz gerne, wenn wir Funktionen brauchen, Tools, die wir als Stiftung einsetzen, das dann mit zu finanzieren und dann auch wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Askbot ist so ein Paradebeispiel. Ähnliche Dinge wird es demnächst noch für andere Bereiche geben, bei denen wir Tools gerade im Hinblick auf Mehrsprachigkeit unterstützen wollen. Ich glaube, ich habe auch nachher noch einen Punkt dazu aufgelistet. Ein etwas technischeres Projekt und das zweite offizielle Projekt neben LibreOffice ist das DLP, das Document Liberation Project. Und das sehr ähnliche Icon, das kommt nicht von ungefähr. Die Idee dahinter ist, dass wir Filter, dass wir Dokumentfilter haben, schon seit jeher im LibreOffice. Und die haben wir ausgelagert in eine eigene Library. Und die Idee ist eben, Fremdformate lesen zu können. In der letzten Zeit auch ganz stark der Fokus auf so Altformate, irgendwelche alten Amiga-Dokumente, alte Works-Dateien. Also sehr, sehr alte Software, die ich so auch gar nicht mehr am Markt bekomme, dass ich das öffnen kann und in ODF entsprechend konvertieren kann.
Das haben wir rausgelöst. Da hat sich eine eigene, sehr aktive, engagierte Community herausgebildet. Und die Library wird mittlerweile auch in ein paar anderen Softwareprojekten genutzt, was uns sehr freut. Wir haben sie natürlich auch im Projekt mit drin, aber haben das Ganze als separate Lösung mit rausgelöst, um einfach da die Entwicklung so ein bisschen zu entkoppeln von der Haupt-LibreOffice-Entwicklung. Und das Ganze gibt es jetzt seit 1,5 Jahren und passiert auch sehr viel. Es ist halt ein sehr technisches Projekt, deswegen steht es nicht so im Fokus der Öffentlichkeit, weil der Endanwender sieht es nicht. Es richtet sich halt vor allem an Entwickler, die das auch in ihre Lösung mit implementieren wollen. Das ist sozusagen aus der LibreOffice-Entwicklung entstanden, ist aber ein eigenes Projekt, das unter dem Dach der Stiftung dann auch entsprechend fortgeführt wird. Was ich jedem empfehlen würde, der sich mit den Details, was wir in der letzten Zeit, im letzten Kalenderjahr genau gesagt, gemacht haben, beschäftigen möchte, das ist unser Jahresbericht. Wir haben im Juni einen Jahresbericht veröffentlicht, so um die 40, 50 Seiten, der mit vielen Bildern, Grafiken einfach nochmal alles zeigt, was wir gemacht haben. Die ganzen Hackfeste, die Softwareentwicklung, was im Stiftungsbereich passiert ist, wofür wir Geld ausgegeben haben, Stellen, die geschaffen worden sind, so ein kompletter Rundumschlag. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Gibt es zum Download bei uns unter diesen beiden Adressen. Das ist ein kompletter Überblick über alles, was passiert ist. Was mich da immer ganz besonders freut, wir tragen das zusammen. Es wird von allen gemeinsam zusammengestellt, es wird dann von einigen Leuten geschrieben, aber die Stoffsammlung, die Materialsammlung kommt von allen aus der Community. Und ganz schön ist, dass wir dann eigentlich immer einmal im Jahr, wenn wir daran arbeiten, von vielen Projekten, von den Kollegen aus Asien zum Beispiel, die allein durch die Entfernung und durch die andere Kultur und vor allem durch die Sprachbarriere, Englisch ist da nicht so verbreitet, mit uns jetzt nicht jeden Tag im Austausch stehen. Wenn man dann hört, was da passiert, wie aktiv die sind, wie die sich vor Ort einsetzen, das finde ich immer ganz faszinierend. Man hat das so ein Jahr fast nicht am Schirm, weil es einfach doch weit weg ist und mein Japanisch ist jetzt wahrscheinlich genauso gut wie deren Englisch und dann bekommt man einmal im Jahr durch jemanden, der halt die beiden Sprachen beherrscht, bekommt man die Rückmeldung. Diese Bilder und diese Aktivitäten, das ist einfach faszinierend. Also ich stelle mir vor, hätten wir eine Stiftung in Japan, wie stark würde der europäische Markt sich da einbringen? Das ist gar nicht so einfach, es ist ja einfach weit weg. Und das finde ich faszinierend. Also wer so ein bisschen Zeit erübrigen kann, dem würde ich das ans Herz legen, den Jahresbericht sich anzugucken. Da ist viel Arbeit reingeflossen. Gerade die englische Version ist wirklich hübsch aufgemacht mit vielen netten Bildern. Kann ich eigentlich nur jedem wärmstens ins Herz legen, da mal einen Blick reinzuwagen. Ja, kleine, vielleicht nicht ganz so ernst gemeinte Folie, aber etwas, wir sind halt auch häufig darauf angesprochen worden, habt ihr nicht Merchandising-Materialien und haben dann also lange überlegt. Wir haben das Ganze letztendlich über einen Anbieter gemacht, bei dem man die Dinger jetzt bekommt. Wir selber wollten jetzt kein Lager einrichten und dann irgendwie T-Shirts durch die Gegend verschicken. Und es ist gar nicht so einfach, Anbieter zu finden, die das auch weltweit verschicken. Und wir hatten halt immer T-Shirts für die einzelnen Konferenzen gemacht vor Ort. Und zum Teil, kein Witz, haben die Leute uns die Schlüsselanhänger aus den Händen gerissen. Wir hatten also so Lanyards, in denen dann unsere Namensschildchen hingen. Und die Dinger hätten wir für Gold verkaufen können zum Teil. Und wir haben also eine Weile nach einer Lösung gesucht. Jetzt gibt es so ein paar Produkte, gibt es schon mal T-Shirts und Tassen, werden wir noch ausbauen. Es wird auch unabhängig davon wohl für Amerika einen Store geben, von dem haben wir das in die Hand und das wollen wir so ein bisschen ausbauen. Wir sind einfach häufig danach gefragt worden und es ist eine schöne Geschichte, wenn dann die Leute auch zeigen, dass sie zum Projekt stehen, dass ihnen das gut gefällt und dass sie sich da so ein bisschen einbringen wollen. Und ja, das gibt es jetzt eben auch bei uns. Ja, das ist Status Quo. Zum letzten Teil, ein paar Minuten haben wir ja noch. Wo wollen wir denn hin? Was sind denn so die Pläne für die Zukunft? Ich habe eingangs schon gesagt, dass die Entwicklung bei uns relativ dynamisch, agil abläuft. Das heißt, so eine Roadmap in dem Jahr wird das fix im Produkt sein. Das gibt es einfach nicht bei uns, weil da passiert so viel. Es gibt schon so Ideen und natürlich Themen, die wir fördern. Ich habe so ein paar Beispiele genannt, wie Android, wie Interop und Ähnliches. Und einfach mal so von den Dingen, die bei mir so über den Schreibtisch laufen, versucht zu gucken, was ist denn gerade aktuell. Zum einen laufen derzeit zwei Ausschreibungen bei uns im Blog. Einmal ein Dashboard. Die Idee ist letzten Endes so eine Einstiegsseite zu haben. Was passiert alles im Projekt? Weil das ist eine ganze Menge. Da ist im Entwicklungsbereich gibt es neue Commits, es gibt Marketing-Themen, es gibt Themen im Designbereich. Das ist eine unglaubliche Informationsflut, der man da Herr werden muss. Also ein Beispiel, ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, komme zurück und finde in meiner Inbox halt 9.500 E-Mails.
Das zeigt so ein bisschen, da passiert so ein bisschen was bei uns. Die waren Gott sei Dank nicht alle an mich persönlich gerichtet, aber das ist so das Aktivitätsniveau. Und da einen Überblick zu bekommen, ist unglaublich schwer. Und ein Projekt, das wir angehen wollen, auch für die Sichtbarkeit nach außen, ist eben so ein Dashboard. Das soll dann RSS-Feeds produzieren und irgendwelche Grafiken auswerfen. Relativ umfangreich. Was passiert bei uns eigentlich alles im technischen wie im nicht-technischen Bereich? Das ist so eins der Themen, das gerade läuft. Dann, wir würden gerne den Bereich Dokumentation verbessern. Es wird also ein Documentation Lead gesucht. Auch da läuft noch die Ausschreibung. Da geht es darum, sowohl die integrierte Hilfe bzw. die Wiki-Hilfe zu verbessern, sowohl was die Inhalte betrifft, als auch die Technik, wie das Ganze erstellt wird. Genauso die Dokumentationen, da auch Style Guides, Dokumentationen, Leute ranführen, einfach um die Dokumente, die Hilfen, die wir bereitstellen, zu verbessern und zu aktualisieren, auch für die Lokalisierung zu sorgen. Das ist eine Rolle, die wir jetzt ausgeschrieben haben, was mich sehr freut. Gerade frisch beschlossen, die Namen werden noch veröffentlicht. Es wird einen Development Mentoring Lead geben, der, wie der Name schon vermuten lässt, für insbesondere neue Entwickler da ist, die an die Hand nimmt, die ins Projekt einführt, Patches reviewt und einfach schaut, dass so der Prozess, neue Leute reinzubekommen, ein bisschen einfacher wird. Einfach jemanden zu haben, der wirklich Zeit dafür hat, das zu tun, das freut mich sehr. Wir haben seit Ende September einen Marketing-Intern, der uns unsere Marketingaktivitäten hilft, insbesondere lokale Projekte, auch das deutschsprachige Projekt, zu fördern und denen Möglichkeiten an die Hand zu geben, ihr Marketing aufzubauen, Flyer und Ähnliches zu übersetzen, mal so eine Präsentation zu erstellen, auf die man Rückgriff nehmen kann, Veranstaltungsplanung, das ist eine Rolle, die jetzt geschaffen worden ist. Und hier ist das Beispiel noch, was ich vorhin erwähnt hatte, mit Projekten, die wir finanzieren, Drittprojekte, die wir finanzieren, die uns helfen und die dann auch upstream wieder die Funktionen bereitstellen. ModStrap ist ein Tool, das wir zum manuellen Testen nutzen, mit manuellen Testcases im Rahmen der Qualitätssicherung. Und dort finanzieren wir, sind gerade in den Verhandlungen, sowohl die Lokalisierung der UI, weil eben auch hier ein Brasilianer, ein Japaner sich vielleicht nicht so fit fühlt, wenn die UI des Tools auf Englisch ist, das ist da nicht so verbreitet mitunter, als auch die eigentlichen Tests. Es soll einen Mastertext geben und der soll dann übersetzt werden. Und die Funktion gibt es nicht im Moment in dem Tool und wir sind jetzt in Kontakt mit dem ursprünglichen Entwickler und werden das aller Voraussicht nach finanzieren und auch das soll natürlich wieder upstream dann unter der entsprechenden Lizenz zur Verfügung gestellt werden, dass dann auch jeder davon profitieren kann. Was es noch gibt, ich habe es erwähnt, Verbesserungen im Bereich UX, UI, da gibt es so ein paar Ideen, ich habe noch nichts Konkretes, man hat es, denke ich, in der letzten Version schon gesehen, dass so ein paar Themen da Eingang gefunden haben, aber das ist ein Thema, das wir weiterhin auf dem Schirm haben, mit ein paar Ideen, wie man die Bedienerführung verbessern kann. Und was es gibt, seit Vierteljahren etwa ein vordefiniertes Formular für sogenannte Grant Requests. Da hat also jeder die Möglichkeit, der für irgendein Thema Geld möchte, sei es eine Veranstaltung, eine Messe, die wir neulich gemacht haben, wurde dadurch finanziert. Oder auch dieses Dashboard, das war eine Idee, die wurde auf die Liste gegeben und dann wurde sie als Grant Request gemeldet. Hat also jeder die Möglichkeit, Vorschläge einzubringen, wenn er sagt, ich habe den Hut dafür auf, ich brauche Budget X, ich mache den Bericht und das sind die Vorteile, die wir dadurch haben, kann man einen solchen Request jetzt nach einem standardisierten Prozess einreichen bei uns. Dadurch sind wir eben auch für Vorschläge von außen offen, wenn ein Thema Geld kostet, um das in die Budgetplanung reinzukriegen. Das ist relativ neu, wird aber eigentlich ganz dankbar angenommen. Wir hatten, wie gesagt, schon zwei Veranstaltungen. Eine dritte ist gerade in der Pipeline, die dadurch finanziert werden. Ja, dann bin ich fast schon am Ende. Ich habe ein paar Termine noch gelistet, was im deutschsprachigen Raum so passiert. Es gibt zum einen eine Bug-Hunting-Session, die findet online statt per IRC. Da sind Vertreter der verschiedensten QA-Bereiche vor Ort, helfen Leuten, die einen Test dran haben, nach Bugs zu suchen, testen auch ein bisschen gegen. Das läuft übers Wochenende, Freitag bis Sonntag. Da habe ich den Blogpost entsprechend verlinkt. Das ist eine virtuelle Veranstaltung auf Englisch, was wir im deutschsprachigen Projekt seit knapp anderthalb Jahren machen. Das sind Telefonkonferenzen. Das ist erstmal so, ein Telco, haben ja manche eher Berührungsängste. Wir haben uns das Ganze überlegt, wie wir die Kommunikation untereinander verbessern können. Und man sich so halt in der großen Gruppe eins von mal im Jahr sieht.
und dann immer ganz viele tolle Ideen kommen und dann zerläuft sich das so ein bisschen. Und da sind wir dazu übergegangen, einmal im Jahr, das ist immer abwechselnd dienstags 18 Uhr und mittwochs 19 Uhr, für so eine Stunde eine Telefonkonferenz zu machen, ganz klassisch per Telefon mit einer Agenda, die in einem Etherpad läuft, und dort Themen anzusprechen, Veranstaltungen anzusprechen. Eine der Aktionen, die daraus entstanden ist, ist beispielsweise die Projektbroschüre, die im deutschsprachigen Projekt entsteht, so ein Heftchen mit 30, 40 Seiten vermutlich Fachartikeln zu LibreOffice. Wie funktioniert dieses, das, jenes? Wie mache ich einen Serienbrief? Das ist so eine der Ideen, die im Rahmen dieser Calls entstanden ist und dann auch durchgeführt worden ist. Da kann sich jeder einbringen, sei es aktiv, sei es auch nur als Zaungast. Da sind wir immer sehr froh. Es sind im Schnitt so um die 10 Leute am Telefon. Ist eine ganz nette Geschichte. Das ist eben hier ein Artikel findet, wo es ein bisschen mehr erklärt ist. Für diejenigen, die wie ich aus dem südlicheren Raum kommen, ich bin eigentlich einmal im Monat zusammen mit ein paar anderen LibreOffice-Kollegen und vielen Vertretern anderer Projekte in München auf den Open-Source-Treffen. Das findet dort sehr zentral am Königsplatz statt. Jeder vierte Freitag im Monat um 18 Uhr. Es gibt teilweise auch Workshops. Wir hatten einen OpenWRT-Workshop beispielsweise. Wir hatten schon LibreOffice-Themen, wir hatten Entwickler-Themen. Und da sind auch immer wieder mal LibreOffice-Leute vor Ort. Also wer aus dem Süden kommt, da gerne mal reinklicken. Dann die LibreOffice Conference, das ist so das Jahrestreffen. Wir haben es gerade jetzt hinter uns. Das ist immer eine ganz schöne Geschichte, Leute da zu treffen. Wer da Lust hat, einfach mal vorbeikommen. Wir sind da immer offen für Leute, die sich interessieren und die sich auch einbringen möchten. Und es gibt auch im Wiki bei uns so einen Kalender mit weiteren Veranstaltungen, die dann eben stattfinden. Noch zwei der Folien zum Schluss, die ich mal ganz nett fand. Das ist eine Folie mit einer Kartendarstellung, wo überall auf der Welt es wirklich Mitglieder der TDF gibt. Das heißt Leute, die den Status des Kurators haben. Das finde ich schon ganz beeindruckend, wenn man sich das so anguckt, was da so alles grün ist. Komplett rund um den Globus Leute, die also auch diesen formalen Schritt gehen. Nicht nur Leute, die beitragen zu LibreOffice, sondern die wirklich sich als Member aufnehmen lassen. Das finde ich, ist ein sehr schönes Zeichen. Weil so diese Vereinsmeierei ist ja dann doch eher was Deutsches, und die Leute also überzeugen konnten, sich da einzubringen, das finde ich eine schöne Geschichte. Ja, noch zwei Bilder, so ein bisschen als Appetit haben. Das ist ein Foto vom deutschen Community-Treffen im Linux-Hotel in Essen. Sehr, sehr schöne Örtlichkeit. Wer es kennt, wird das wahrscheinlich bestätigen können. Da sind wir ein, zwei Mal im Jahr, um uns zusammenzusetzen, um Ideen auszutauschen, um über Projekte zu reden, um die Leute mal wieder zu treffen, die ja auch quer durch Deutschland verteilt sind. Und das letzte Foto, das ist unser Gruppenfoto, ganz pfiffig, das haben die mit einer Drohne aufgenommen in Aarhus in Dänemark von der aktuellen Konferenz. Und was mich sehr gefreut hat, dieses Jahr waren wir ganz besonders viele Leute aus verschiedensten Ländern, es sind so um die 150 Teilnehmer gewesen, aus 34 Ländern. Das hat mich unglaublich gefreut. Wir hatten Leute, die wirklich sehr weite Wege auf sich genommen haben, um sich da einzubringen, die erzählt haben, was in ihrem Land passiert, was sie vielleicht bräuchten und auch was sie machen, was gut läuft, was schlecht läuft. Das war eine total faszinierende Woche, und das ist eben das Gruppenfoto, auf dem ein Teil der Leute zumindest mit drauf ist, die sich da eingefunden haben, und das ist eine sehr schöne Geschichte gewesen. Ja, dann Kontaktdaten gerne, wer Fragen hat oder über die üblichen Kanäle, ich habe die jetzt nicht alle verlinkt. Man findet sich ja heutzutage im Netz ganz gut, wenn es da Fragen, Anregungen gibt, jederzeit gerne. Und dann bedanke ich mich erstmal und hoffe, ich konnte einigermaßen einen Überblick geben über das, was wir so im Projekt machen, wie wir so aufgebaut sind, was so ansteht. Es ist unglaublich viel, das alles in den Vortrag zu fassen, ist eigentlich unmöglich, weil Sie 9.500 Mails mit Dingen, die da so passieren, ich versuchte, einen kleinen Überblick zu geben, was gerade auch so im deutschsprachigen Raum passiert. Und ja, danke.